6 schnelle Fakten über Hutten. Mittlerweile ist Hutte ja der Name für die Spezies dieser Riesenschnecken. Als der Name in Episode 4 aber das erste Mal auftauchte, war erstmal gar nicht so sicher, ob das jetzt eine Spezies oder vielleicht sogar nicht nur ein Nachname oder ein Clanname oder sowas war. Hutten konnten extrem alt werden. Gerade in Legends haben wir Hutten, die teilweise Jahrhunderte, manche sogar über 1000 Jahre alt werden konnten. Es gab sogar Hutten, die zu Jedi wurden, wie der Hutte Beldorion. In Legends wissen wir, dass die Hutten relativ früh sehr mächtig waren und noch größere Gebiete der Galaxis kontrollierten. Und sogar die Chance hatten, die Republik im Keim zu ersticken, was allerdings nicht klappte. Hutten können extreme Verletzungen überstehen, wir kennen sogar Hutten, die Teile ihres Kopfes und Hirns verloren und bei denen erwartet wurde, dass sie wieder vollkommen heilen würden. Was die Fortbewegung angeht, erzeugten Hutten ähnlich wie Schnecken Schleim, auf dem sie sich selbst über spitze Untergründe fortbewegen konnten. Wenn euch die Fakten übrigens gefallen haben, über Hutten habe ich schon ein langes Video mit 50 Fakten über diese auf Star Wars Basis gemacht. Das Video findet ihr in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal rein.